Das, was wir nicht wissen sollen, was die Elite immer vor uns verschweigt, wird uns heute Aquayana von den Plejadern erzählen in einer Botschaft. Aquayana ist eine der sieben kosmischen Schwestern und wenn du davon noch nichts gehört hast, empfehle ich dir, dieses Buch zu lesen, das kosmische Wissen von den Plejaden, denn dort habe ich alle sieben Schwestern beschrieben. Außerdem gibt es noch ein weiteres Buch, das ist das Wissen von Andromeda. Dort geht es weiter mit der zweiten kosmischen Schwester und sie hat sehr viele Übungen und Anleitungen für dich in diesem Buch. Und heute in diesem Video geht es um das, was die Elite uns verschweigt. Denn die Elite weiß ganz genau, wenn wir das nutzen, was sie uns verschweigt, würden wir sogar viel stärker sein als wie die Elite. Das hat Aquayana gesagt. Und es ist sehr interessant, was sie uns jetzt gleich in der Botschaft überbringen wird. Bleibe auf jeden Fall bis zum Schluss dran, damit du alles Wichtige mitbekommst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und möchte dich herzlich einladen zu dieser wundervollen Botschaft. Bitte höre genau zu und lass dich von den Energien tragen. Es wird am Ende der Botschaft auch noch ein Energiegeschenk geben von den Plejadern für uns. Und dieses Geschenk möchte ich dir sehr gerne überbringen. Deswegen freue ich mich wirklich, dass du heute hier bist. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel erzählen, sondern ich werde auch gleich Aquayana das Wort geben, denn es ist sehr wichtig für sie, heute zu uns zu sprechen. Und so werde ich mich jetzt schon einstimmen. Und bevor ich aber loslege, nehme ich dann mein neues Auraspray der Gedankenbefreiung. Und zwar ist das sehr wichtig, immer wieder seine Gedanken von negativen Einflüssen zu befreien. Und in diesem Auraspray, das sieht so aus, wie wenn es Flügel hätte, finde ich, da ist auch ein bisschen Energie von den Sternenfreunden dabei, weil sie wissen, wie wichtig es ist, dass wir frei sind in unseren Gedanken und dadurch dann auch viel mehr ins Wirken kommen. So, jetzt beginnen wir. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen, voller Freude begrüße ich euch mit dem Segen des Lichtes der Plejaden. Mein Name ist Aquayana und ich spreche heute zu dir mit einer sehr wichtigen Botschaft, die du unbedingt wissen solltest. Und so senden wir euch und dir eine liebevolle Botschaft, um dir Hoffnung und Stärke zu geben. Denn du bist ein wundervolles und machtvolleres Wesen, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Die Elite auf der Erde mag versuchen, dich von deiner wahren Kraft und Größe abzulenken. Aber wir, die Plejader, sind hier, um dich daran zu erinnern, dass du ein Schöpfer bist. Die Elite auf der Erde möchte nicht, dass du das weißt. Aber wir sagen dir, du brauchst dich nicht mehr klein zu machen. Diese Zeit der Unterdrückung ist vorbei, denn du bist nun stark genug, um zu dir zu stehen und aus der Angstmatrix auszubrechen. Die vielen Lügen, die man dir vorlegt, können dich nicht mehr erreichen, denn du erkennst die Wahrheit mit deinem Herzen und mit deiner Seele. Du bist mit einer einzigartigen Fähigkeit ausgestattet, dein Leben selbst zu gestalten und in Einklang mit dem Universum zu wirken. Lasse nicht mehr zu, dass die Ängste und Begrenzungen der Elite aus der äußeren Welt dich davon abhalten mögen, dein volles Potenzial zu entfalten. Vertraue darauf, dass du ein unendliches Potenzial in dir trägst, das nur darauf wartet, erweckt zu werden. Jetzt ist deine Zeit.
denn dafür bist du auf die Erde gekommen. Und wir, die Plejada und andere Sternenfreunde, sind an deiner Seite. Das, was du nicht wissen darfst, ist, dass du so viel mehr Kraft hast, als du denkst. Das, was du nicht wissen darfst, bedeutet, dass du deine Schöpferkraft entdeckst, mit ihr arbeitest und dadurch kräftiger als die Gegenseite sein kannst. Die Wahrheit ist, dass du ein Wesen aus Licht und Liebe bist. In dir ruht eine innere Kraft, die deine Gesundheit und Harmonie fördert. Indem du dich mit deinem inneren Selbst verbindest und auf deine Intuition hörst, kannst du die Schwingungen um dich herum beeinflussen und zu einem positiven Wandel beitragen. Und dies ist wirklich nicht schwer. Dies ist letztendlich ganz einfach. Und das ist es, was die Elite nicht möchte, dass du es weißt, dass alles einfach ist, sondern sie machen dir vor, alles wäre schwer. In dir ruht eine sehr große Schöpferkraft. Sie hilft dir, alles in deinem Leben zu erreichen, wirklich alles. Und es ist viel mehr, als du dir jemals vorstellen könntest. Das möchten die Eliten auch vor dir verbergen, indem sie dich in Angst und Schrecken versetzen. Jedoch ist für dich diese Zeit der Angst jetzt vorbei. Öffne dich und dein Herz für die unendlichen Möglichkeiten, die das Leben dir bietet. Lass die Ängste ein für alle Mal los, die dich zurückhalten möchten, und stehe in deiner vollen Macht und Pracht. Die Welt braucht dein Licht und deine Liebe, um zu erblühen. Die aktuelle Zeit bringt die neue Luminea-Energie auf die Erde. Die Luminea-Energie ist durch die Zusammenarbeit vieler Lichtarbeiter auf der Erde und der Elohim-Engel und der Sternenfreunde entstanden. Es ist ein sehr großes energetisches Ereignis, und dieses Licht wird jedem Menschen helfen, immer mehr in seine Kraft zu kommen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass du nun auch ein Teil davon bist, denn deine Seele hat dich heute hierher geführt. Als Geschenk der Aktivierung deiner besonderen Schöpferkraft möchten wir dir jetzt eine energetische Übung übergeben. Und wenn du bereit bist, dann schließe deine Augen und gib uns ein inneres Ja. Wir werden dieses Ja nehmen und dir dieses Geschenk jetzt überreichen. Atme tief ein und aus und stelle dir vor, wie ein leuchtendes, goldenes Licht sich von oben durch deinen Scheitel ergießt und dein ganzes Wesen umhüllt. Spüre, wie dieses Licht jede Zelle deines Körpers durchflutet und dich mit einer kraftvollen, liebevollen Energie auflädt. Das, was du jetzt spürst, ist das Luminea-Licht. Es hüllt dich ein und lässt dir fühlen, wer du in Wirklichkeit bist. Nun sieh dich selbst als Schöpfer deines Lebens. Visualisiere all die positiven Veränderungen, die du in deinem Leben und in der Welt um dich herum bewirken möchtest. Fühle, wie diese Visionen mit jedem Atemzug stärker werden und sich mit dem goldenen Licht
in dir vereinen. Du bist stark, du bist kraftvoll und du bist geliebt. Du hast die Fähigkeit, dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten und ein leuchtendes Beispiel für andere zu sein. Glaube an dich selbst und erkenne die grenzenlose Schöpferkraft, die in dir ruht. Möge diese Botschaft dein Herz und deine Seele sanft berühren und möge diese Botschaft in dir deine Größe und Stärke erwecken, dein Verständnis dafür, dass du alles, was du möchtest, erreichen kannst. Und so reichen wir die Plejada und ich Aquayana dir unsere Hände, um dir zu sagen, dass wir bei dir sind, dass wir dich unterstützen, wann immer du möchtest. Und so sende ich dir den Segen des Lichtes zum Abschied, voller Liebe und Achtsamkeit, deine Aquayana. Und ich danke jedem Einzelnen von euch, dass ihr heute hier wart. Aquayana sagte noch, wiederhole diese Botschaft, denn in jedem Wort sind Codes, die deine Schöpferkraft stärken. In jedem Wort haben sie Energien eingebettet, die dich erreichen und umso mehr erreichen, umso mehr du es dir anhörst. Und die Sternenfreunde insgesamt, sie lieben uns, haben sie gesagt. Sie lieben jeden Einzelnen von uns. Und das ist so schön und ich freue mich sehr über diesen Kontakt. Wenn dir mein Video gefallen hat, darfst du es gerne liken und auch mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast und vielleicht weiter teilen. Und so wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, eure Monika Nirjana Smarana.